Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. In der Hoffnung, dass Sie gut geschlafen haben und mittlerweile ganz wach sind nach diesem kleinen Testat, können wir uns im Unterricht weiter herumschlagen mit diversen Definitionen. Ganz am Anfang, aber weil es jetzt auch zum Thema passt, wurde ich eben von einem Bruder hier gefragt zu einer Definition, die in dem Skript zu dem Hukm Shari ganz am Anfang steht. Es ist nicht die einfachste und nicht die einzigste Definition, aber sie steht nun einmal hier. Schauen wir sie uns einmal auf der Seite 19 noch einmal an. Im Skript steht also unter anderem im Usul al-Fiqh wird definiert al-Hukm Shari. So. Al-Hukm Shari ist Allahs Worte und so weiter. Jetzt ist die Frage Allahs Worte. So, hier muss man jetzt dazu sagen, das ist eine Definition aus Usul al-Fiqh, nicht aus al-Fiqh. Es besteht ein Unterschied, je nachdem, wie man es definiert. Ich erkläre das einmal genauer. Also, entscheidend ist, dass man sagt, es handelt sich beim Hukm Shari um eine Norm, die durch den Scharia-Geber, also Allah, gesetzt wird. Wenn man es so sagt, hat man das Problem mit Allahs Worten nicht. Allahs Wort ist eine Chiffre. Womit man meint, wortwörtlich der Koran und indirekt als Rede, Stichwort Befehl, dann doch wieder die Sunna. Das ist aber eine sehr abgehobene Definition. Eben aus den Usul, etwas abstrakt. Das ist die allgemeine Definition, die von den Usul ausgeht. Im Fiqh meint man damit, dies sind Normen, genau Festlegungen, die sich auf das Handeln des verantwortlichen Menschen, des Mukallaf, beziehen. Sei es in der Iqtida-Form, also als eine verpflichtende Form des Tuns oder Lassens, oder eine Tahir-Form, eine Form, die eine gewisse Auswahl freilässt. Das bedeutet zum Beispiel Mubah, man kann etwas tun oder lassen. Oder eine Wada-Form, was die Umstände betrifft. Hiermit hängt zusammen im Fiqh, was wir besprochen haben, mit dem Hukm Taklifi und dem Hukm Wada'i. Sehen Sie in sich? Ich hoffe. Bitte. Das hatten wir besprochen. Der Hukm Taklifi bezieht sich auf das Was, die Art der Handlung als solche. Es spielt herzlich wenig eine Rolle, brutal gesagt, ob alle Menschen sich entscheiden, ihren Goldhamster zu foltern oder ob sie anständig mit dem Tier umgehen wollen. Der Hukm, der von Allah aus bestimmt ist, ist klar. Verbotenes, Übles, Unanständiges ist untersagt, Tierquälerei ist nicht erlaubt. Ob die Leute es nun tun oder nicht, hat mit dem Hukm nichts zu tun. Mit dem Hukm Taklifi. Das ist die grundsätzliche Sache, das dürfen Sie nicht verwechseln. Der Hukm sagt, der Mensch soll so und so handeln oder soll da und da die Wahlfreiheit haben und so weiter und so fort. Dass der Mensch sich nicht immer daran hält, ist ja auch eine unbestreitbare Tatsache. Sonst hätten wir ja nur die wunderbarsten Menschen auf Erden. Da das aber nicht so ist, bedingt das, dass ein Hukm zwar besteht, aber dass nicht immer die Menschen sich daran halten. Hier haben Sie das Gehorsamsprinzip. Und wir reden hier nicht über einen abstrakten Gehorsam gegenüber einem Gesetz, sondern wir reden hier darüber, dass man Allah gehorsam sein will, indem man, das ist jetzt ganz äußerlich, indem man das ausführt, was der Schöpfer von uns will. Mit etwas Inhalt gefüllt würde es heißen, der Mensch, der erkannt hat, dass der Schöpfer von ihm zu Recht etwas fordert, dass es seine Schöpfungseigenart ist, Ibadah zu machen, und umgekehrt, dass der Schöpfer nie etwas verlangen würde, was für uns schlecht ist, bedingt, dass der Bewusste, verstandesgemäß und innerlich hingebungsvolle Mensch sich automatisch an die Dinge hält, wenn er sie erkennt. Der Mensch jedoch, dem das verborgen ist und der sich herzlich wenig dafür interessiert, der seinen Begierden folgt, so wird es im Koran ja auch beschrieben, der übt sich selbst gegenüber Unrecht aus. Zalama nafsa. Warum? Weil er alles Mögliche tut, was diesen Regeln zuwiderhandelt. Er erkennt nicht, dass er damit eigentlich sich selbst schadet, dem Schöpfer ja nicht schaden kann, aber er erkennt auch nicht, dass er sich damit auch das Wohlwollen Allahs verscherzt hat. Damit ist er im Verlust. Das ist aber keine Einbahnstraße. Das ist nicht, wie soll ich sagen, eine
ganz formal gesetzliche Regel, wie viele Nichtmuslime das gerne sehen, Stichwort Gesetzesreligion, was weiß ich, das ist fern der Sache. Der Punkt ist, diese Regeln, die bestehen, sind nachvollziehbar. Das ist auch eine interessante Sache. Sie sind nachvollziehbar. Sie sind nicht willkürlich gesetzt. Sie folgen auch nicht den Einzelinteressen bestimmter Gruppen, einer Kirche, sonstiger Dinge. Sie sind fern davon. Sie sind gewissermaßen nicht persönlich gebunden. Indem der Mensch, wenn er einmal sich dazu entschlossen hat, erkennt, was diese Regeln beinhalten, tut er das gerne. Ein Mensch zum Beispiel, der nicht gebetet hat, der kein Verhältnis dazu hat, empfindet das Gebet, wenn er es denn mal macht, als Last. Er tut es vielleicht nur, weil die Eltern es von ihm wollen. Man merkt, wie es ihm widerstrebt, sich zu Boden zu beugen. Es ist ihm ein Widerwille. Und dementsprechend handelt er auch. Er wird nie verstehen, was das Gebet ist, wenn er so weitermacht. Es sei denn, dass Allah ihm was Gutes will und ihm eine Erleuchtung gibt. Das passiert aber ist selten. Die andere Möglichkeit ist, die recht häufig ist, dass jemand sich vielleicht am Anfang nicht recht etwas unter dem Gebet vorstellen kann, auch nichts dabei spürt, aber weiß, dass dieses Gebot besteht. Er will sich danach richten, er hat zumindest diesen Willen. Er macht das und im Laufe der Zeit gibt ihm Allah etwas, dass er erkennt im Gebet, was das Gebet sein soll. Von diesem Moment an ist es ihm keine Last mehr. Etwas Ähnliches, nicht Vergleichbares, finden Sie ja auch in den meisten Handwerken. Sehen Sie, wenn Sie ein Kunsthandwerk oder irgendwas ausüben, haben Sie den Punkt, solange Sie mit dem Pinsel, dem Stift, den Materialien kämpfen müssen, kommen Sie nicht wirklich zur Sache vor. Sie können nicht das ausdrücken, was Sie wollen. Sie beherrschen die Sachen nicht. In dem Moment aber, wo Sie gar nicht mehr über den Pinsel nachdenken und ihn einfach schwingen und das aus Ihnen herausfließen kann, was Sie ausdrücken wollen, da spüren Sie, was das sein soll. Oder anders gesagt, ein kleines Kind, wenn Sie ihm sagen, schreib mal was, nimmt nicht einfach den Stift wie Sie und schreibt. Ein Kind in der ersten und zweiten Klasse, teilweise sogar noch länger, nimmt den Stift, guckt den Stift an und fängt an, Buchstaben zu malen. Das Kind schreibt nicht. Es sagt, dies ist, Sie merken, das Kind kämpft mit dem Instrument. Es ist nicht so, dass das Instrument dem Kind völlig zur Verfügung steht. Noch nicht. Solange das so ist, hat das Kind mit dem Schreiben, manchmal sogar mit dem Lesen, deswegen auch Probleme, weil es sich immer klar macht, ich beherrsche das Instrument nicht wirklich. In dem Moment, wo das beseitigt ist, macht sich, und Sie sind ein Beispiel dafür, ich auch, niemand von uns macht sich jemals Gedanken über das Schreiben. Wie schreibe ich denn jetzt? Jemand sagt, schreiben Sie mal, man nimmt sich einen Stift und sagt, okay, und? Diese Stufe ist erledigt. Sie brauchen darüber nicht nachzudenken. Diese Stufe erreichen die meisten Menschen bezüglich des Gebetes und des Fastens nicht. Eben nicht. Sie behandeln das Gebet wie etwas, dem sie sich mühevoll annähern müssen und sind fern davon, irgendwie den Geist, den Inhalt davon zu spüren. Leider. Sie wollen, aber sie schaffen es nicht. Die meisten Menschen sind so. Und die meisten Menschen, die so sind, neigen eben dazu, im Zweifelsfall das zu lassen, was mühevoll ist. Ist ja auch nachvollziehbar. Also unterlassen so viele Leute hier und da das Gebet. Nicht immer, aber doch schon öfters. Es ist nicht, weil sie einfach faul wären. Ich glaube, das ist nicht das richtige Wort. Es ist mehr, dass es ihnen schwierig erscheint. Und dann könnte man fragen, warum schwierig? Weil sie ihr ganzes Leben nicht darauf abgestimmt haben. Sehen Sie, wenn das Gebet als Beispiel ein Fremdkörper in ihrer Art des Lebens ist, wird es ihnen immer ein Fremdkörper in ihrem Sein sein. Erst dann, wenn das Gebet sich nahtlos einfügt in die Art, wie sie leben, geht das. Stellen Sie sich vor, Sie interessieren sich einen Dreck für Halal und Haram im täglichen Leben. Nur beim Essen. Was wird das bedingen? Wie ein orthodoxer Jude stehen Sie da, oh Gott, das darf ich nicht machen, das darf ich nicht machen, das darf ich nicht machen. Einer Weile sagen Sie, Blödsinn, kauf ein. Weil es keinen Bezug zu Ihrem Inneren, zu Ihrer Lebensführung hat. Darum wird das Ihnen als Fremdkörper irgendwann zu viel, Sie stoßen es ab. Und so ist das mit dem Gebet und mit dem Fasten auch. Nur da, wo die Öffentlichkeit da ist, da wird es befolgt und dann auch nur halbherzig. Ich habe viele Leute einfach rauchen sehen zwischendurch mal im Fasten. Das bedeutet, sie haben nicht dran gedacht, dass das Rauchen vielleicht auch etwas damit zu tun hat. Sie waren mit dem Geist des Fastens nicht vertraut. Und das ist ein Grundsatz. Deswegen, das beginnt schon bei der Definition von Hukm. Ist der Hukm jetzt einfach ein Befehl, ein Gesetz? Dann versteht man Hukm nicht. Was es wortwörtlich heißt, ist jetzt die Nebensache, fachspezifisch. Fachspezifisch bedeutet es sind Allahs Worte, heißt hier, das sind Dinge, die Allah wünscht. Ob er sie nun direkt, Stichwort Koran, oder indirekt, hier kommen wir auf eine
Sache mit Wahi kundgetan hat. Wort bedeutet ja hier nicht, dass man hört. Das ist das Problem. Wir empfinden ja den Vorgang des Wahi nicht nach. Das brauchen wir uns ja nicht vorzustellen. Das können wir uns ja gar nicht vorstellen. Wenn gesagt wird, dass Allah spricht, wenn Allah selber sagt, Allah sprach zu den Engeln, Allah tat dies und das. Er benutzt ja den Ausdruck Qala. Es kommt ja auch der Ausdruck Kalimat im Koran vor. Hier müssen Sie sagen, etwas, was einen Inhalt trägt. Aber die Vorstellung, dass der Schöpfer nur mit Sprechorganen, was ja schon im Ferne ist, eine Sprache, die als solches menschlich ist, wortwörtlich ausspricht, ist ja fern der Sache. Die Propheten sind ja darum das Medium, weil sie das in menschliche Sprache übersetzen. Die Kenntnis darüber wird ihnen aber ganz eindeutig eingegeben, sodass sie keine Interpretation haben. Aber die Vorstellung, dass der Schöpfer zu dem Propheten oder zu dem Engel Arabisch spricht, damit er das richtig weitergibt, ist eine vermenschlichte Vorstellung. Das ist in Wirklichkeit nicht so. Da sind sich alle Gelehrten der Akide einig. Das ist nicht die Frage. Nur, der Vorgang ist für uns Menschen nicht nachvollziehbar. Denn an dem Punkt, wo es über den Propheten rausgeht, ist unser Wissensstand gleich null. Es wird auch über diesen genauen Vorgang ja nichts gesagt. Aber wenn man ernsthaft wissen will, ich sage das ganz brutal, was Hukm ist, muss man sich das klar machen. Weil der letztendliche Hukm, die ursprünglichen Ahkam, sagen wir mal, oder sagen wir besser, die Ursprünge der Ahkam in der ersten Ebene, wie wir das in der Fünfer-Ebene besprochen haben, weil die erste Ebene der Ahkam tatsächlich aus dem göttlichen Bereich kommt. Egal wie abgeleitet in der fünften Ebene die Äußerungen sind, angepasst an die Lebenssituation der Menschen, der Ursprung, und das war immer die Forderung der Gelehrten, muss irgendwo in der göttlichen Ebene liegen. Sonst ist es ein rein menschengemachtes Gesetz und kann keinen Anspruch auf Autorität haben. Sehen Sie, ein Gesetz bezieht seine Autorität aus der Gewalt, die angedroht wird, per Strafe. Nichts anderes. Warum gehöre ich ein Gesetz? Weil ich so innerlich überzeugt bin, dass ich bei der Ampel bei Rot anhalten muss. Ich beuge mich der Gewalt des Staates, die mir sagt, wenn ich dich dabei erwische, bist du reif. So einfach ist das. Das Gesetz wird auch in der Gesetzestheorie, Sie können das in der deutschen Fachliteratur, wenn Sie möchten, gerne nachlesen, definiert als das, bei dessen Übertretung eine Sanktion angedroht, respektive auch bei Übertreten durchgeführt wird. Es wird nur definiert über die Strafe, über die Angst. Die Angst erzeugt Autorität. Die Autorität erzeugt Gehorsam. Es ist dann Angstgehorsam. Aus diesem Grunde werden Menschen, sobald sie sich nicht mehr vor dem Gesetz fürchten, in den meisten Fällen auch Gesetze übertreten. Das ist eine ganz natürliche Sache. Nur da, wo ein Gesetz gekoppelt ist mit einer Ethik, kann das einen Sinn haben. Und die Ethik wird auch verlassen, solange sie nicht transzendent begründet ist. Das heißt, die Kette ist so, Transzendenz, eine transzendente, also religionsgebundene Ethik, dann ein Gesetz, dann der Gehorsam. Dann ist es kein reiner Angstgehorsam, sonst doch. Die meisten Menschen, und das ist jetzt das Perverse, machen die Ahkam Shar'iyya zu einem Angstgehorsam vor Menschen. Und nicht vor dem Schöpfer. Vor dem Schöpfer fürchten sie sich anscheinend nicht. Auch vor den Menschen. Es könnte mich ja der Nachbar sehen. Verstehen Sie das? Oder der Papa ist nicht einverstanden. Darum mache ich lieber jetzt den Hadsch, damit ich als Hadschi gelte. Ja, das sind solche Sachen. Das ist die Tatsache. Die meisten Menschen handeln nicht aus einem göttlichen Gehorsam, sondern aus einem Menschengehorsam. Der wird aber kaschiert als göttlicher Gehorsam. Darum können sich die meisten Menschen unter Hukm Shar'i nichts vorstellen. Sie haben diese Vorstellung nicht. Darum möchte ich hier deutlich betonen, wenn hier steht, Allahs Worte meint man nicht ein Gesetz, was von oben her kommt, durch irgendeine Person, sondern das ist der Wunsch des Schöpfers, den er in verschiedener Form die Menschen ausdrücken lässt, die Propheten sind. Die müssen es weitergeben. Es ist dieser transzendente Bezug. Der eigentliche Grund, warum hier steht Allahs Worte, ist dieser Jenseitsaspekt. Wenn dieser Jenseitsaspekt nicht da ist, haben wir gar nichts. Da haben wir nichts. Dann bräuchten wir uns damit eigentlich gar nicht zu beschäftigen. Da könnten wir uns auch mit dem konfuzianischen Regelwerk auseinandersetzen. Gut, das ist das. Ja? Die steht doch da.
Ja, also wichtig ist, es müssen verschiedene Dinge rein. Bei dem Hukm Shar'i muss rein, einmal, dass es handelt sich um eine Scharia-Norm, die ausgeht von der göttlichen Anweisung, man kann auch sagen, hier wortwörtlich von Allahs Worten, wie man das immer definiert, das würde reichen, die auferlegt sind dem verantwortungsgebundenen Menschen oder Mukallaf und die entweder geformt sind in einer Befehlsform oder einer Wunschform, also Iqtida, Tahir, und die sich auf die Umstände beziehen. Das wäre die vollständigste Definition. Wenn das nicht möglich ist, genügt es, wenn man sagt, dies sind Normen, die gesetzt werden durch die Anordnung des Schöpfers und die sich beziehen auf den verantwortungsbewussten Muslim oder die verantwortungsbewusste Muslimin und die in verschiedenen Formen Verpflichtungen wiedergeben und Umstände. Denn dieses Taklifi und Wada'i muss reinkommen. Das wäre die vollständigste Form. Wenn man nur einen Teil davon hat, kriegt man einen Teil der Punkte immerhin. Also wir machen es auch mit Teilpunkten. Das ist jetzt nicht so plus minus. Ja? Und das mit Makka war auch ganz klar, warum Makka eine Handelsstadt werden musste. Nein, da ist das Pferd vom Schwanz her aufgezäumt. Weil es nichts zu essen gibt. Es gibt nichts zu essen da, es wächst nichts. Wovon soll da ein Mensch leben? Soll er verhungern? Das ist ja genau der springende Punkt. Dieses Tal hat nur das Wasser von Samsam und hat auch bis heute nur das Tal von Samsam. Da wächst nichts. Es ist oft so profan. Nichts zu fressen, nichts zum Leben. Also es ist ganz einfach. Es gab vorher gar nichts da. Nein, weil ja niemand da war. Wo kein Mensch ist, gibt es auch keinen Handel. Ich meine, das ist doch logisch. Ja? Erst haben sich Leute angesiedelt und irgendwann kamen sie drauf, dass das Wenige, was da ist, reicht nicht. Man musste wahrscheinlich die trockene Nahrung dahin schleppen und irgendwann war klar, wenn das mehr Leute werden, dann muss man Handel treiben, sonst überlebt man nicht. Das ist eine logische Sache. Alle großen Handelsstädte teilen dieses Schicksal im Übrigen. Die Beduinen, gut, das reicht gerade, um sich selbst zu ernähren, hat ein bisschen Zubrot, aber reicht für mehr nicht. Nein, das ist zu wenig. Naja, erstmal, es ist zu einseitig. Auch die Beduinen brauchen, das ist bis heute auch so, brauchen auch eine Teilnahrung, die anders geartet ist. Die handeln das bei den Dörflern meistens ein. Das wird dann als Trockenfrucht getrocknete oder als Getreide mitgenommen. Die haben das auch. Auch früher haben sie Getreidemühlen gehabt, also mit Handbetrieben. Und sowas gibt es zum Teil heute auch noch. Das muss immer sein. Das muss sein. Also sonst wird der Mensch an einseitiger Erkrankung zugrunde gehen. Gerade zu viel Fleischnahrung, also wenn es nur ist, man sieht ja, wozu das führt in dieser Gesellschaft. Jetzt stellt man sich mal vor, eine Gesellschaft, die sich nur davon ernährt. Das funktioniert nie. Man hat immer was anderes gehabt, aber das musste man eintauschen. Und dann hat man den typischen Ausgleich, Felle und bestimmte Tierprodukte, manchmal auch die Lebendtiere, die genießen bis heute einen guten Ruf, weil sie eben frei aufwachsen und nicht kunstvoll, also hochgezüchtet und verwässert sind, gegen andere Nahrungsdinge. Nicht? Oder Gebrauchsgegenstände. Ich meine, es gibt ja keine besondere Wollwirtschaft bei Beduinen, es gibt keine besondere Kleiderwirtschaft, die Schmiedekunst ist nur mäßig entwickelt, also das musste man alles bekommen. Also gut, Pilgerfahrt ist insofern interessant, entweder die Pilger als beliebtes Überfallsziel, das war also jahrhundertelang, also eine beliebte Einkommensquelle von Beduinen, oder die andere Möglichkeit, dass man sich eben als Führer anweist, das ist die andere Möglichkeit. Also der Beduine hat seine eigene Regel und er verdient immer. Im Osmanischen Reich hat man das gelöst, indem zum Beispiel über den Scharifen von Makka die Ortsgarnisonen immer besondere Handel ausgemacht haben. Das heißt, der Scharif von Makka war Autoritätsperson in der Region, und der osmanische Statthalter der Region hat dann quasi über den Scharifen von Makka aushandeln lassen, dass die Beduinen stillgehalten haben. Dafür gab es Subsidiarzahlungen an die Oberhäupter der Beduinen, damit sie eben keine Überfälle gemacht haben. Blieben die Ausgabsüberfälle, ist eine ganz einfache Rechnung. Das kommt erst hinterher. Das kam erst viel später.
Das kam erst hinterher. Ja, bei einer allgemeinen Frage müsste man sagen, gut, das sind natürlich Faktoren, die legen ja auch eine Wirtschaft nahe. Man lebt davon. Ich meine, bis heute lebt man davon. Wovon lebt denn die Region? Frag ich mal. Vom Öl? Ganz sicher nicht. Die leben auch heute von der Pilgerfahrt. Das ist das wichtigste Geschäft und das verdient gut. Das war immer aber auch schon so. Das ist nie anders gewesen. Das ist ein Zweig, aber damit bekommt man ja nicht alles. Wenn man nur Geld bekommt, bekommt man ja keine Gegenstände, die man benötigt zu einem quasi städtischen Leben. Auch damals war das so. Stoffe, Luxusartikel, auch Trockennahrung kam ja trotzdem nicht rein. Das haben die Pilger ja nicht mitgeschleppt. Höchstens für sich selber. Und deswegen auch Wasser zum Beispiel nicht. Die mussten ja auch mit Wasser dort versorgt werden. Und Trockennahrung nur das Mindeste. Das musste rangeschafft werden. Das ist auch nicht anders als heute. Auch heute müssen diese Dinge ja von den Autoritäten dort gewährleistet sein. Also so eine Organisation entsteht erst, wenn die Rahmenbedingungen da sind. Solange keine Rahmenbedingungen da waren, zum Beispiel bis ungefähr 1920, 1930, war die Pilgerzahl dementsprechend auch sehr gering. Falls Sie es nicht wissen, bis 1915 war die Durchschnittszahl der Pilger in Mekka zwischen 5 und maximal 7.000. Mehr gab es nie. Die einzig größere Zahl ist verzeichnet 1925, 26. Das liegt an bestimmten politischen Fragen, wo sehr viele Interessierte dorthin kamen. Da war die Zahl mal ausnahmsweise 25.000. Das war aber wirklich für die damaligen Verhältnisse exorbitant hoch. Und danach ist das wieder gesunken auf 10.000. Also die Zahl wurde erst eklatant höher ungefähr 1956. Aktuell, also man möge mich verbessern, wenn ich mich recht entsinne, die offizielle Zahl jetzt beim letzten Hadsch spricht, glaube ich, von irgendwas 3 Millionen. Da ist man natürlich bei einer irrsinnigen anderen Zahl. Und die wird ja schon künstlich gering gehalten, weil es ja Leitziffern gibt. Es gibt ja auch Verträge mit Staaten, dass in dem Jahr nicht so viele Leute geschickt werden, also Kontingente, sagt man. Sonst wären das wahrscheinlich ja noch mehr. Also von daher muss man sich überlegen, es ist ein ganz anderer Aufwand. Und es ist ja ein Wunder für sich, dass nach wie vor, das weiß ich von einem Ingenieur, der mit dem Wasserwesen da zu tun hat, dass bis heute als Hauptwasserquelle für die dortigen Einwohner sowie für die sämtlichen Pilger nach wie vor nur in Mekka die Samsam-Quelle zur Verfügung steht. Und der Wasserspiegel weder sinkt noch steigt. Das finden Sie aber bei keiner anderen normalen Wasserquelle. Denn wenn Sie eine solche Überbelastung haben, müsste normalerweise eine Austrocknung sein. Findet aber nicht statt. Es gibt sehr viele Wunderzeichen, die verborgen sind, wo die meisten Leute nicht drüber nachdenken. Es gibt kein Extrawasser da. Das ist die einzige Wasserquelle im weitesten Umfeld. Das wird auch nicht anders rangekarrt. Und das können Sie sich ausrechnen, wie viel das ist. Das ist Irrsinn, ja. Und vor allen Dingen durch die modernen Hotels und die ganzen anderen Sachen, das ändert sich nicht. Es gibt kein anderes Wasser da. Also Trinkwasser nicht. Gebrauchswasser kann sein, dass man es heute auch zum Teil aus Entsalzungsanlagen nimmt, aber Trinkwasser nicht. Es ist dasselbe. Gibt nichts anderes. Und das ist natürlich eine irrsinnige Sache. Das kostet auch sehr viel Geld. Aber das war früher im Vergleich auch schon so. Die Siqaya, also die Versorgung der Pilger mit Wasser, was in der Sippe von Abbas war, das war also immer ein großes Vorrecht. Und das war auch eine ziemliche Organisationsfrage. Das brachte auch Einkünfte. Also das ist nicht ohne. Ne? Okay. So, das ist dieses. Jetzt wollte ich ein bisschen weitergehen. Und zwar auf die Seite 36. Wir waren ja bei Istiqra stehen geblieben. Jetzt haben wir etwas anderes. Und zwar, einen Moment, ich will eben nochmal gucken, ob ich es richtig eingestellt habe. Und zwar ist der Ihsan. Das ist ein berühmter Ausdruck, ist der Ihsan. Ja. Ist richtig. So. Grundsätzlich. Der Istihsan ist in verschiedener Form definiert, wird unterschiedlich angewandt, nicht in jeder Form akzeptiert von jedem
Gelehrten von jeder Schule. Diese Form war insbesondere in der Zeit von Abu Hanifa, Rahmatullah Ali und späteren sehr verbreitet. Das liegt an einer Besonderheit. In der Zeit, in der Frühzeit, also ungefähr bis zur Zeit von Malik ibn Anas, war die Beschreibung der Hadithe zu unsicher. Es war damals so gut wie nicht möglich, genau und sicher zu wissen, welcher Hadith nun stark oder nicht stark war. Es gab noch keine Maßstäbe dafür. Aus diesem Grunde pflegten die großen Gelehrten, das war übrigens bis zur Zeit von Asch-Schafi'i so, nur diese Überlieferung zu nehmen, die sie durch ihre eigenen Lehrmeister als vertrauenswürdig genommen hatten, ließen das andere weitgehend erst einmal beiseite und haben sich auf andere Quellen gestützt. Erst im Laufe der Zeit hat sich das ein bisschen variiert. Der Istihsan ist eine Methodik, in der man das, was wir gestern schon erwähnt haben, ein bisschen auszugleichen versucht. Das bedeutet, wenn man zum Beispiel einen Qiyas hat, wie gestern dargestellt. Der Qiyas ist ja eine, ich sage mal, relativ klare Ableitung, wo auch irgendwo eine Urquelle noch dahinter stehen muss. Jetzt kann es aber sein, dass die Sachlage so aussieht, man ist immer noch nicht zufrieden mit dem Ergebnis. Ein Richter beispielsweise. Er sagt, die Handlung, die wir hier haben, von ihrer Eigenschaft her entspricht dem und den. Es müsste also vom Hokum her dasselbe sein. Ich merke aber, es passt dieser Sache nicht ganz. Es entspricht der Situation nicht ganz. Das liegt an einer Besonderheit. Das will ich mal so ausdrücken. Denken Sie nicht immer nur daran, dass ein Buchgelehrter irgendwo über dem Buch sitzt und sinniert, das könnte dies und das heißen. Denken Sie an einen lebendigen Menschen. Der Mensch braucht ein Fatwa oder er braucht sogar einen Richterspruch. Er sitzt jetzt da. Ich habe das selbst gesehen im Oman, wie das funktioniert. Über ein Jahr saß ich da in diesem betreffenden Büro und war dann eben dabei, wie das entsprechend gemacht wird. Da ist ein Mensch. Ein Mensch mit Familie, mit Geschichte, mit Hintergrund. Sie machen sich ein Bild von diesem Menschen. Der Mensch erzählt Ihnen, worum es geht. Alles, was Sie jetzt sagen und was Sie tun, ist nicht eine abstrakte Sache. Es wird auf diesen Menschen zukommen. Und das sind Sie schuld. Sie können sich davon niemals freisprechen, weder als Mufti noch als Richter. Es geht nicht. Sie müssen nach bestem Wissen und Gewissen zu einer Entscheidung kommen. Jetzt machen Sie es also sich nicht leicht und Sie sagen, Sie haben jetzt hier wieder die Sache A. Und Sie haben die Sache B. Sache B ist jetzt das, was der Mensch getan hat oder vorhat zu tun. Beides kann gleichermaßen schwierig sein. Zum Beispiel der Mann sagt, ich möchte eine Frau heiraten, aber die Situation ist so und so. Oder der Mann sagt, ich möchte ein Geschäft machen, aber die Lage ist so und so. Oder etwas unangenehmer, ich habe bereits diese Frau geheiratet, die Lage ist aber so und so. Es sind auch schon Kinder da. Jetzt wäre es sehr einfach zu sagen, die Kette, die wir hatten, Hokum und so weiter und so fort und so und so. Und dann kommt hinterher raus, okay, du musst dich von der Frau scheiden lassen, über die Kinder hast du gar nichts zu bestimmen, du kannst gucken, wie dein Leben neu aufbaust, das wird jetzt alles zerstört, Wiedersehen. Aber so einfach geht das nicht. Man muss sich jetzt überlegen, entspricht diese Sache, die ja de facto mal da ist, das ist jetzt keine genormte Sache, entspricht die wirklich dem, was wir schon kennen? Würde sie dem eindeutig entsprechen, müsste man sagen, okay, das eine wird wie das andere bewertet. Dann hätten wir den Qiyas. Sagen wir mal, wie das häufig so ist, wir finden einige Eigenschaften, die entsprechen. Eigenschaft 1, 2 und so weiter. Sagen wir, diese Sache B hätte jetzt 2 oder 3 Eigenschaften. Wir finden aber nur eine. Hier ist eine Frage der Interpretation. Das muss der Mujtahid tun. Da ist der Mensch, hier ist der Mujtahid, der Richter oder der Mufti. Der Mujtahid, von dem wird verlangt, dass er nicht nur die Ebene des Fiqh kennt, sondern auch die anderen. In der Fünfergliederung muss er sie alle kennen. Jetzt muss er die Sache betrachten. Er muss vor allen Dingen
auch das, was ich vorhin mit dem Gebet erwähnt hatte, er muss ein Gefühl dafür entwickelt haben, wie korrekte und richtige Entscheidungen in ihrer Art sein müssen. Warum? Jeder kann eine theoretische Ableitung machen, das könnten Sie auch schon. Aber entspricht das dem Geist der Scharia? Entspricht das dem Gesamtregelwerk, das man ja erst ungefähr überschauen kann, wenn man wirklich tief hineingegangen ist, auch in die Theorie, in die Ableitung, wenn man die sämtlichen Überlieferungen, die dazu entscheidend sind, kennt, wenn man auch die Kommentare dazu gelesen hat, wenn man es tausendmal durchgewälzt hat, gelebt hat, überlebt hat und so weiter. Dann erst kann man so einen Überblick bekommen. Das kann der einfache Mensch nicht. Der Mujtahid sagt jetzt, okay, laut Qiyas wäre die Sache so, aber das schmeckt mir etwas nicht. Das, was da als Ergebnis rauskäme, erscheint mir nicht angemessen. Jetzt gibt es andere Dinge, zu denen, je nach Meinung, auch der Istihsan zählt. Schauen Sie sich in diesem Lichte bitte einmal die Definition an. Hier steht ganz zu Recht Imam Abul Hasan al-Karchi, also ein hanafitischer Gelehrter, der auch im Usul nebenbei sehr stark ist, definierte al-Istihsan wie folgt. Das Befolgen des Hadith mit gleichzeitiger Unterlassung von al-Qiyas. Also, das ist typisch in der hanafitischen Schule. In manchen Fällen findet man, dass man etwas theoretisch ableiten kann. Man hat aber eine Einzelüberlieferung, die als solche auch als stark gilt, die dem scheinbar widerspricht oder einen Sonderfall darstellt. Hier in dem Falle die berühmte Überlieferung, die in der hanafitischen Schule auch bis heute gilt, das Lachen im rituellen Gebet annulliert das Gebet und die Waschung, also und den Wudu. Das wird von den anderen ja nicht befolgt, weil sie sagen, das ist eine Einzelüberlieferung, wir haben aber sehr starke andere Überlieferungen, die Gegenteiliges aussagen. Wonach nämlich das Lachen das Gebet annulliert, den Wudu aber nicht. Denn wenn Sie andere Überlieferungen haben, da wird gesagt, der Wudu wird annulliert durch das, das, das. Da ist das Lachen aber nicht aufgeführt. Sie haben also einen Gegensatz. Sie müssen sich jetzt entweder für die eine oder die andere Möglichkeit entscheiden. Entscheiden Sie sich für die Möglichkeit des Qiyas, unterstützt der Qiyas die Möglichkeit ohne das Lachen. Befolgen Sie aber, wie hier Al-Karchi als ein Beispiel anführt, die Möglichkeit, dass Sie eine authentische Einzelüberlieferung nehmen, dann kann es sein, dass Sie sich dem Qiyas entgegenstellen. Diese Wahl, entweder Qiyas oder Einzelhadith, kommt in der hanafitischen Fiqh-Theorie sehr häufig vor und ist ein Charakteristikum der hanafitischen Schule. Dann das Zweite, das Befolgen der Aussage eines Sahabi gegen Al-Qiyas. Das ist jetzt sehr interessant. Man war sehr häufig und ist sehr häufig mit den Aussagen der Sahabi konfrontiert. Warum? In der Frühzeit haben die meisten Sahaba die Rolle des Mujtahid eingenommen, nach dem Tode des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Das bedeutet zum Beispiel, es wird diskutiert über das Reisegebet. Dann wird gesagt, wir haben jetzt einige Hadithe, die sagen, drei Großmeilen, drei dies, drei das. Dann gibt es aber einige Sahaba, die haben gesagt, auch sogar in einer Großstadt wie Damaskus verrichte ich das Reisegebet. Das war nun deutlich weniger als die Entfernung, die wir in den Propheten-Hadithen haben. Das war eine Art Fatwa. So, das bedeutet, die Späteren gingen jetzt hin und haben gesagt, wenn ich jetzt einen Qiyas ziehe, Entfernungsumrechnung, Schwierigkeit, Eigenart der Reise und so weiter, müsste ich sagen, dass ich in einer Stadt wie Damaskus kein Reisegebet machen darf. Aber ich habe hier die Einzelaussage des Sahabi, der als Gelehrter bekannt war, er hat das gemacht. Also muss es hier einen Grund geben. In dem Fall sagt man, der Qiyas ist eine theoretische Ableitung, auch wenn irgendwo eine Urquelle dahinter steht. Hier haben wir aber eine konkrete Einzelentscheidung, die für Ort und Zeit bindend gewesen ist. Dann entscheiden sich viele hanafitische Gelehrte lieber für die Einzelentscheidung und gegen den Qiyas. Sie merken, auch die Aussage eines Sahabi kann durchaus formativen Charakter im Fiqh annehmen. Das ist nicht nur bei den Hanafiten so, aber sehr stark. Auch bei den Malikiten findet man das häufig. Die dritte Art, die er aufzählt, das Befolgen der Sitten, die höchstwahrscheinlich zur Zeit des Gesandten Sallam auch praktiziert wurden, Al-Muta'at nennt man das, das findet man häufig bei den Malikiten, aber nicht nur. Heißt, in manchen Fällen hat der Prophet Muhammad Sallam bestimmte Sitten und Gebräuche in Medina und anderswo bestätigt. Er hat nicht gesagt, ihr sollt das machen, oder ihr könnt das machen, sondern man fragte ihn, können wir das so machen? Er sagte, das geht. Insofern, sagt man, hat der Prophet diese zum Teil vorislamische Sitte als unbedenklich eingestuft und bestätigt. Jetzt ist die Frage, hat er es bestätigt im Sinne eines Zulassens
Oder hat das bestätigt im Sinne eines Wünschenswertseins? Hier ist ein Graubereich. Und viele Gelehrte sagten, wenn im Sinne des Istihsan, des Ijtihad, der etwas für gut hält, diese Sitte als nützlich angesehen wird, sehen wir die indirekte Bestätigung des Propheten als einen Beleg und praktizieren das auch. Sie haben aber ein Problem beim Istihsan. Beim Istihsan haben Sie irgendeine Quelle schon. Worin besteht die Quelle beim Istihsan? Zählen Sie einmal auf. Punkt 1. Sie brauchen nur auf die Definition zu gucken. Was ist die Belegung für Istihsan im ersten Fall? Das ist ein konkreter Einzelhadith. Kein Problem damit. Zweitens, Sie haben die Aussage eines Sahabi. Was fällt Ihnen bei der Stelle auf? Was haben Sie denn, wenn Sie einen Qiyas haben als Quellgrundlage? Entweder ein Hadith oder eine Ayah. Geht also entweder auf die Worte Allahs im Koran oder auf eine Aussage des Propheten zurück. Ist denn die Aussage des Propheten der Aussage eines Sahabi gleichzurechnen? Eigentlich nicht. Hier kommen Sie jetzt zu einem definitorischen Problem. Sie merken langsam, worum es geht. Manche Schulen waren der Auffassung, dass das eine Ableitung ist, die man als zweifelhaft ansieht, denn es würde ja bedeuten, dass man nicht in allen, aber doch in einigen Fällen die Aussage des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam zurückstellte zugunsten eines seiner Prophetengefährten. Das wird aber als zweifelhaft betrachtet von manchen Gelehrten. Darum wird diese Art des Istihsan zum Beispiel von der schafiitischen Schule nicht akzeptiert. Sehen Sie? Es geht mir darum, dass Sie verstehen, wie das funktioniert. Die Art Nummer 3. Was ist die Belegung im Fall Nummer 3? Was für eine? Schön aufpassen. Ja, die höchstwahrscheinlich zur Zeit des Propheten, soweit wir das wissen, praktiziert wurde. Also eine Sitte, die nicht ausdrücklich als etwas Wünschenswertes vom Propheten bestätigt wurde. Die also allenfalls akzeptiert wurde, von der wir überliefert haben. Sie wurde damals gemacht. Mehr nicht. Was ist hier das Problem? Es könnte sein, dass diese Sitte in Ort und Zeit korrekt war, heute wieder neu überdacht werden muss. Sagen wir mal, man würde sie heute auch als sinnvoll erachten. Was bleibt immer noch als Problematik dahinter? Nein. Im Gegensatz zu den beiden ersten Formen des Istihsan, wie auch immer, steht hier keine Primärquelle mehr im Vordergrund. Hier ist eine Quelle, deren Authentizität, deren Echtheit, deren Wünschenswertheit wir anzweifeln können. Und speziell diese Eigenarten finden Sie bei der Sunna der Leute von Medina wieder. Die malikitische Schule ist also sehr geneigt, diese Dinge zu verwenden, während zum Beispiel die schafiitische, auch zum Teil die hanafitische Schule, dem skeptisch gegenübersteht und nur in Ausnahmefällen das zulässt. Sie merken hier schon, die Schulen werden je nach ihrer Ausrichtung eine Quelle ganz ablehnen oder akzeptieren, aber nicht gerne benutzen oder zum Beispiel auch bevorzugen. Das gilt für alle diese Dinge. Gut, das ist grundsätzlich Al-Istihsan. Al-Istihsan war aber, und jetzt merken Sie auch warum, in der Zeit von Abu Hanifa und seinen Zeitgenossen sehr wichtig. Warum? Weil die Hadith-Lage so unsicher war. Wenn ich nämlich jetzt die Frage habe, beim Hadith, das kommt später bei den Ulum al-Hadith noch stärker raus, der Hadith-Gelehrte steht in einer schwierigen Auseinandersetzung. Er fürchtet sich, jetzt könnten Sie es vervollständigen. Ja, er fürchtet sich, dem Propheten etwas zuzuschreiben, was dem Propheten nicht zukommt. Und er fürchtet sich, das Gegenstück, etwas wegzulassen, was zur echten Prophetensunna gehört und dann in Vergessenheit geraten könnte. Er fürchtet sich vor beidem. Darum ist es notwendig, die Echtheit der Aussage festzustellen. Ist das wirklich die Aussage des Propheten oder ist es sie nicht? Aber die Kriterien dazu bestanden in der Zeit von Abu Hanifa noch nicht. Man konnte nicht die Echtheit aller Ketten bestätigen. Das konnte man erst sehr viel später. Darum hat man zwar oft Hadithe überliefert, aber im Wissen, dass man sich nicht genau sicher sein konnte, wie stark sie waren. Und darum sagte jemand wie Abu Hanifa ganz zu Recht, wenn ich den Menschen de facto ja sage, das sollt ihr tun und das sollt ihr lassen, muss ich mich meinem Gewissen nach auf etwas stützen können, über das ich nicht im Zweifel bin. Der Mujtahid, und das ist ein Grundsatz bis heute,
Insofern ist das von Abu Hanifa sehr korrekt gedacht. Der Mujtahid muss sich auf das konzentrieren und sich an das halten, über dessen Korrektheit er überzeugt ist. Darum wird ein Mujtahid sich auch zum Beispiel nie einer Meinung anschließen, von der er nicht selbst überzeugt ist. Wenn er zum Beispiel sagt, das ist eine Ableitung, das kann man nachvollziehen, aber ich halte sie für zweifelhaft, ich selber will sie nicht machen, dann darf er sie nicht machen, weil der Mujtahid anders als wir nicht mehr an eine vorgefertigte Meinung gebunden ist. Er muss selbstständig eine Meinung finden. Das ist das Schwierige. Das heißt, er kann sich aber niemals mehr von der Verantwortung freisprechen. Wir könnten immer noch sagen, das ist eine klassische Meinung. Er kann das nicht mehr. Je mehr sie lernen, das gilt jetzt ganz grundsätzlich für sie auch, je mehr sie lernen, umso weniger können sie die Verantwortung für ihre Handlungen auf einen anderen schieben. Sei er lebend oder tot, können sie nicht mehr. Wenn sie wirklich etwas gelernt haben, dann können sie nicht einfach eine offenkundig schwache Meinung, die eine Einzelmeinung und ein ganz konkreter Einzelfall darstellt, keine grundsätzliche Sache in einem Mathab, mehr machen und einfach sagen, ja gut, das wurde als richtig akzeptiert. Das dürfen sie dann nicht mehr. Sobald sie die Stufe von Ittiba haben, haben sie es schwerer. Jetzt machen sie einfach, was gesagt wird. Okay, ich zum Beispiel darf es nicht mehr. Ich habe Ihnen das vielleicht mal gebracht bei einem konkreten Beispiel. Bei einer malikitisch ausgerichteten Gemeinschaft im Ramadan, habe ich Ihnen das erzählt? Tarawih-Gebet? Nicht erzählt? Ja, nochmal. Ja gut, also, das war so. Er entsinnt sich, ja, Sie vielleicht auch gleich. Aber das passt hier zum Thema. Und zwar war ich da eingeladen und da ich normalerweise der schafiitischen Meinung nachfolge, mache ich normalerweise nach dem Isha-Gebet im Ramadan noch zwei Rakas Sunna Mu'akkada und dann folgt erst das Tarawih-Gebet nach. Die Hanafiten machen es genauso, die Malikiten nicht. Bei der malikitischen Schule gilt, dass die beiden Rakas Sunna Mu'akkada nach dem Isha-Fard-Gebet ersatzlos wegfallen und man direkt mit dem Tarawih beginnt. Ich stand jetzt also da, war jetzt mitten im Gebet und die machen schon direkt den Aufruf zum Tarawih. Ich stehe ziemlich vorne, mittendrin. In diesem Moment musste ich mich entscheiden, unterbreche ich das Gebet oder nicht? Schließe ich mich an oder nicht? Was passiert, wenn ich jetzt nicht unterbreche und die Reihe unterbreche? Was passiert, wenn ich jetzt unterbreche, muss ich das Gebet nachholen? Gelten meine zwei Sunna als Sunna Mu'akkada mit der alten Absicht oder gelten sie als Tarawih? Wenn ich es nicht als Tarawih mache, müsste ich dann zwei Rakat Tarawih nachbeten oder nicht? Und noch viele andere Fragen. Das muss ich mir überlegen, während sie den Gebetsaufruf machen. Ich habe mich dann letztlich dazu entschlossen, mit einem Salam nach rechts aus dem Gebet auszutreten, es ersatzlos wegzulassen und mich dem Tarawih anzuschließen. Weil, warum wohl? Mal gucken, ob Sie aufgepasst haben. Um die Reihe nicht zu unterbrechen, ist ein Punkt für sich. Gut, aber das ist zweitrangig. Was ist der erste Punkt? Bin mal gespannt, ob Sie drauf kommen. Ist auch in der zweiten Linie, das wäre, oder dritte, das ist die dritte in dem Fall. Nein, Sie tauschen keine Sunna für eine Sunna aus. Das gilt grundsätzlich. Jetzt könnten Sie sagen, aber du hast doch jetzt eine Sunna gegen die andere eingetauscht, indem du das erste unterbrochen hast und das zweite gemacht hast. Nur, das Tarawih-Gebet macht man in der vorgeschriebenen Form. Ob Sie nun 8 oder 20 Raka machen, spielt dabei keine Rolle. Man macht aber nicht weniger. Das heißt, ich müsste ja theoretisch anschließend noch Tarawih-Einheiten nachbeten, richtig? Man betet aber in solchen Sunnan nichts nach. Die macht man oder die lässt man. Das ist ein Grundsatz. Zweitens, wenn ich jetzt am Ende des Gebets gewesen wäre, also nach dem ersten Zwischensitzen, also in der zweiten Raka schon, hätte ich es zu Ende gemacht. Ich war aber ganz am Anfang. Hier ist es empfehlenswert, das gilt übrigens beim Pflichtgebet auch, erst zu unterbrechen und dann das Pflichtgebet zu machen. Nur wenn man über die Hälfte drüber ist, macht man es fertig. Grundsätzlich. Jetzt hat man aber das andere Problem, dass ich ja die Absicht zu einer Sunna Mu'akkada gefasst hatte. Dann stellt sich die Frage, ist das Tarawih-Gebet Sunna Mu'akkada? Nach manchen ja, nach manchen nicht. Sagen wir mal, ich gehe davon aus, dass es in diesem Fall Sunna Mu'akkada ist. Dann tausche ich das eine gegen das andere. Tut man normalerweise auch nicht. Habe ich aber das andere Problem, würde ich das nicht tun, würde ich entweder nachbeten müssen oder mir würde etwas fehlen. Mir würde entweder die Sunna Mu'akkada nach dem Isha fehlen oder mir würde die Sunna Mu'akkada fehlen beim Tarawih. Also habe ich lieber unterbrochen, weil ich die Sunna Mu'akkada weglassen kann. Aber eine Sunna Mu'akkada nicht zu machen, die ich nachholen muss, ist eigentlich nicht nachvollziehbar, außer bei den zwei Raka von Fajr.
Gut? Dann kommen die ganzen Argumente mit Unterbrechen der Reihe und den anderen Dingen, die mich darin bestärkt haben, es zu unterbrechen. Und die Überlegung habe ich mir gemacht in 30 Sekunden. Und das müssen Sie können. Und das ist nicht nur da so. Fast alle Handlungen des Lebens werden so. Das heißt, Sie handeln nicht einfach. Der einfache Mensch, sagt man, handelt einfach. Der Mozabe handelt nicht einfach. Der muss sich alles überlegen. Das ist eine Last. Und je mehr Sie wissen, umso mehr müssen Sie es machen. Der einfache Mann sieht das Problem. Der sagt, warum denkst du überhaupt darüber nach? Ich sage, ja, weil das nicht so einfach ist. Ja, erklär es mal. Und dann komme ich mit dem, ja, pff, ist mir zu viel. Darum, das ist der Punkt. Der Mujtahid jetzt, gegen den sind meine Überlegungen gar nichts. Der muss sich jetzt ganz, ganz andere Sachen überlegen. Der denkt an Sachen, da denken Sie nicht im Traum dran. Der denkt an Sachen, die haben Sie nicht mal gehört. Ich auch nicht. Das ist der Punkt. Und der muss sich das überlegen. Und weil er das muss, kommt er auch nicht immer zu demselben Ergebnis, wie wir es erwarten würden. Darum erscheinen manchen Leuten, manche Fatwas, auch sehr seltsam. Aber sie sind schon richtig. Weil der Prozess, wie man dazu kommt, anders ist. Gut, das wollte ich eigentlich nur dazu sagen. Bei den Sitten gibt es noch einen Punkt. Das war eine Sache, die von den Schafiten sehr heftig, von den Hanafiten teilweise abgelehnt wurde, weil sie sagen, wir haben keine Evidenz, keinen Beweis, nicht einmal bei der Ahl-Sunnah, der Leute von Medina, dass das wirklich ein ausdrücklicher Befehl des Propheten gewesen ist, sondern nur eine Erlaubnis. Das kann aber nur für die Leute von Medina gelten. Wenn das für die Sunnah von Medina, die ja als solche bekannt ist, schon gilt, muss das ja für eine allgemeine Sunnah, die wahrscheinlich zur Zeit des Gesandten befolgt wurde, ja noch viel, viel mehr gelten. Hier setzen die Schafiiten ganz typisch mit ihrer Systematik an und sagen, aus systematischen Gründen lehnen wir das prinzipiell ab, die Hanafiten lehnen es aus dem Überlieferungsaspekt her ab. Das heißt, es kann sein, dass zwei Schulen oder zwei Gelehrte etwas ablehnen oder bestätigen aus ganz unterschiedlichen Gründen. Hier noch einmal, der Grund, warum diese letzte Art des Istihsan zum Teil auch von den Hanafiten, auf jeden Fall aber von den Schafiiten abgelehnt wurde, ist der, dass die Schafiiten aus Prinzip sagen, hier haben wir überhaupt keinen endgültigen Beweis, dass hier etwas Verpflichtendes oder Wünschenswertes vorliegt. Ohne das machen wir es den Leuten nicht zur Verpflichtung. Weg damit. Das ist übrigens allgemein schafiitische Praxis. Darum finden Sie, wenn Sie mal die Fiqh-Werke vergleichen, in Problembereichen wie Speiseregeln und so weiter, bei den Hanafiten haben Sie 20, 30 Seiten lang, das ist Makruh zu essen. Bei den Schafiiten wird gesagt, das und das ist verboten, das ist das erlaubt, den Rest mach, wie du willst. Das ist ganz typisch schafiitisch gedacht. Da gibt es einen Beweis und den Rest lassen wir weg. Der Hanafit hat eine andere Vorgehensweise. Und bei den Hanafiten wird es zum Teil eben abgelehnt, weil sie sagen, dieses höchstwahrscheinlich reicht uns nicht, weil wir hier keine konkrete Überlieferungslage im Hintergrund haben. Das ist uns zu dünn, das Eis. Aber das hat man eben typischerweise zur Zeit von Abu Hanifa oft gemacht, nach Abu Hanifa zur Zeit von Abu Yusuf und Muhammad schon wieder nicht. Ist also auch eine entwicklungsgeschichtliche Sache. Dazu Fragen. Das liegt daran, um eine Kette, um nicht nur die Kette, um einen Hadith wirklich als korrekt einzustufen, muss man über die Personen Aussagen machen können. Das heißt zum Beispiel Geburts-, auf jeden Fall Sterbejahr, ihre Aufrichtigkeit, ihre Handlungsart. Auch zum Beispiel, ob zwei Personen wirklich miteinander in Kontakt standen, voneinander haben überliefern können. Des Weiteren muss man eine Kettenkritik haben. Man muss wissen, ob zum Beispiel die Beinamen da sind. Kann man die Personen identifizieren? Ist die Kette wirklich ununterbrochen? Gibt es bestimmte Probleme bei den Überlieferern selber? Zum Beispiel der hat zum Beispiel eine bestimmte Überlieferungsschwäche, der hat sie nicht. Um das zu wissen, müsste man einen Überblick haben über die Hadithe und sie eindeutig den Personen zuordnen können. Solche Sammlungen gab es damals noch nicht. Die wurden erst im ersten Jahrhundert nach der Hijra erstellt. Denn sie brauchen Sammlungen, umfangreiche Sammlungen dazu, wie Al-Itqan, solche Werke von Al-Asqalani und so weiter. Das sind also Werke, da haben sie 10.000 Personen drin beschrieben. Ne? Das gab es damals alles nicht. Deswegen haben sich diese Gelehrten auf die Hadithe konzentriert, wo ihr Lehrer ihnen vertrauenswürdig gesagt hatte, ich habe es gehört von dem und von dem und von dem, wir kennen diese Personen alle. Das wäre so, als ob sie sagten, ich weiß von meiner Nachbarin, ich sage es mal brutal, nicht, wie gut sie etwas auswendig lernen kann. Das muss ja nicht mal mit bösem Willen verknüpft sein. Wenn jemand nicht gut auswendig lernen kann, ist er kein Ahlu Tahammul, er kann nicht den Hadith weitergeben. Unabhängig von der moralischen Frage, das kommt ja noch dazu. Also das heißt, wenn Sie jetzt sagen würden,
ich kann meinen Vater einschätzen und ich kann meinen Großvater einschätzen. Und mein Urgroßvater, der wurde von meinem Großvater eingeschätzt. Jetzt kommt eine Überlieferung von meinem Urgroßvater. Mein Großvater hat ihn gesehen, dann und dann. Und mein Großvater war ein scharfer Beobachter und ich weiß, dass er nicht gelogen hat. Er hat es dann an meinen Vater weitergegeben, das hat mein Großvater mir gesagt und mein Vater auch. So, dann haben Sie schon zum Beispiel eine klare Kette. Denn ich wage mal zu behaupten, dass einer von den geschätzten Anwesenden seine Urgroßeltern persönlich so intensiv kennengelernt hat, dass er eine klare Aussage über sie treffen könnte. Ich schätze mal nicht. Oder? Ich auch nicht. Aber ich weiß viel über meinen Urgroßvater. Ich weiß zum Beispiel, dass mein Urgroßvater damals, ein sturer Westfale, ein westfälischer Bauer, dass der seinerzeit bei dem ersten Eisenbahnbau in der Gegend um Münster beteiligt war. Ungefähr um 1890. Und ich kann auch nachweisen, dass mein Urgroßvater zum Beispiel einmal einen schweren Unfall gehabt hat. Und zwar ist ein Deichselwagen, ja gut, das ist ja alles persönlich. Ein Deichselwagen ist von einem Hügel heruntergerollt, hat ihm noch eine Warnung zugerufen, er drehte sich um, dann hat sich ihm die Deichsel in den Nabel gebohrt und durch den Bauch durch. Trotzdem hat er sich wieder berappelt, das war ein zäher Kerl, und hat alle seine Kinder bis auf eins überlebt. Also, das sind Sachen, die habe ich eben direkt überliefert. Und einige Eigenheiten, zum Beispiel einmal ist einem, wer war das? War das mein Urgroßvater oder einer seiner Brüder? Da hat sich einmal eine Ratte in dem Zeh verbissen. Und zwar hatten damals die Bauern nur gestapfte Lehmböden, die hatten nicht mal Holz. Und dann hat sich die Ratte wohl durch den Boden durchgebohrt und das war früh morgens. Dann biss sie sich einfach an dem Zeh fest, der da an dem Fuß gerade aus dem Bett rausbaumelte. Man ahnte nichts. Und dann ist er durch die Ratte aufgewacht. Das gab ein Theater. So, das ist eine Überlieferung von ungefähr 1905 oder was. Ja, also woher sollte ich das wissen? Ich habe das durch Augen und Ohrenzeugen direkt. Sonst wüsste ich darüber nichts. Das heißt, bei den meisten Menschen ist das so, dass sie ihr Wissen nur durch persönliche Kenntnisse wirklich ernsthaft haben können. Das ist noch halbwegs direktes Wissen. Aber die meisten Dinge, die wir wissen, sind ja nicht direktes Wissen, nicht? Ich habe mich natürlich auch anders wie in Familiengenealogie ein bisschen umgetan, wollte ja wissen, wo man herkommt. Kommen nur bis zu einem gewissen Grad, da müsste ich wirklich weiter forschen, aber das habe ich gelassen. Das wird dann ein bisschen zu kompliziert und bringt mich auch nicht sehr viel weiter. Aber ich sage mal, da merkt man so dieses Hadith-Prinzip, nicht? Und viele der Einzelüberlieferungen, die man so hat, wenn man jetzt wirklich Augenzeugenberichte hat, stimmen auch interessanterweise nicht mit der offiziellen Geschichte oder den offiziellen Äußerungen überein. Es gibt Sachen, die hört man sonst nicht. Zum Beispiel bestimmte Kriegsverbrechen, von denen man sonst nichts hört. Zum Beispiel weiß ich das durch meine Großmutter, die das selbst auch gesehen hat, wo zum Beispiel, was waren das? Das waren noch amerikanische Flugzeuge. Da gab es Flugzeuge, die haben zum Beispiel nicht Flüchtlingstrecks beschossen, sondern die mussten an der Grenze, also im ostdeutschen Bereich, über mehrere Flüsse mit ihren Treckwagen übersiedeln. Und dann wurde bewusst auf das Eis geschossen, dass die alle im Eis ersoffen sind, ungefähr mehrere hundert. Und das wurde mit Augenzeugen gesehen. Oder meine Großmutter, mütterlicherseits, hat nur darum überlebt, weil sich eine Frau vorgedrängelt hat. Das war ein typisches Beispiel von Qadr. Und zwar wollten sie zu einer Eisenbahn, um weiterzukommen. Das muss irgendwie in der Gegend von Osnabrück gewesen sein, Norddeutschland. Und dann gab es einen britischen Fliegerangriff oder einen amerikanischen, ich weiß nicht mehr, wird aber britisch, glaube ich, gewesen sein, im Norddeutschen. Und dann drängten die Leute vor, weil in die Menge geschossen wurde mit Granatgeschoss. Das sind dann so lange und so spitze Geschosse. Also solche dicken Nadeln. Und eine Frau im Pelzmantel, also etwas reichere, wollte zuerst kommen, drängte sich vor und in ihren Rücken bohrten sich zwei Projektile. Wäre meine Großmutter nach vorne gekommen, wäre sie dran gewesen. Nicht? Und das sind so direkte Erzählungen. Oder zum Beispiel, wenn ich mal gucke, also an der Wand bei meiner Mutter hängt noch so ein Erinnerungsstück, das haben sich so die Soldaten 1914 so aus dem Körper pullen lassen. Wer also Schüsse hatte, also Projektile, hatte sich aus dem Körper ziehen und dann an eine Kette, an eine Uhrkette hängen lassen. Das war so ein Ausweis. Das habe ich mir aus meinem Körper rausholen lassen, so ungefähr. Das war damals üblich. So, das sind Sachen, da haben wir heute keinen Zugang mehr, aber das war damals üblich und das sehe ich direkt. Es ist also verbunden mit der Zeugenaussage ein direkter historischer Beleg, aber kein, den Sie in Büchern finden. Deswegen, das war auch die Art, jetzt vom Islam mal abgesehen, das war die Art, wie so die ersten Imame vorgingen. Die haben gesagt, wir wissen nicht sicher über die anderen Hadithe. Wir sagen nicht, dass sie falsch sind, aber wir sind noch zu unsicher. Wir können das den Menschen nicht auferlegen. Was können wir den Leuten sagen mit gutem Gewissen? Das, worüber wir felsenfest überzeugt sind, nach bestem Wissen und Gewissen. Auch wenn es nicht viel ist. Darum finden Sie
Heutzutage, das ist eine interessante Neubearbeitung, manchmal auch so Auszüge. Sie finden manchmal die Traditionsketten, die die großen Imame selbst gehabt haben, in speziellen Einzelwerken, wird aber nur wenig veröffentlicht. Gut, das ist das. Dann haben Sie Al-Urf. Da kommen wir jetzt zu einem weiten Feld. Aber wichtig. Es gibt zwei Begriffe, Urf und Ada. Ich beschreibe mal beides. Ich glaube, hier im Text kommt Ada nicht vor. Jedenfalls, ich will das ein bisschen umfassender machen, weil das wichtig ist. Das ist das, was die meisten Menschen, die meisten traditionellen Muslime am meisten beschäftigt, aus naheliegenden Gründen, weil sie damit ja zu tun haben. In allen Völkern, wo der Islam traditionell vorhanden war und vielleicht auch noch ist, haben sich Ortsbräuche entwickelt. Manche davon sind Scharia-konform, manche nicht. Hier ist auch interessant, wie sieht das Fiqh selber Urf oder auch die Usul? Wie ist die Sicht darauf? Das ist durchaus unterschiedlich. Also es wird nicht gesagt, jeder Brauch muss abgelehnt werden. Auch nicht jeder Brauch wird akzeptiert. Viele Dinge, die Brauch sind und wo wir sagen würden, ja, das ist seltsam, dass die akzeptiert sind, sind akzeptiert. Hierzu zählt aber ein Grundsatz. Bleiben wir mal bei dem Begriff Urf. Urf muss grundsätzlich etwas sein, was als positiv betrachtet werden kann. Beispielsweise, wenn es üblich wäre, ich gebe Ihnen mal eine Verzeihung, dass ich mal so direkt bin, ein Urf, der in Süditalien gilt, das ist wirklich kein Witz, das ist so. In Süditalien gibt es die Sitte, wenn ein meistens jüngerer Mann heiratet, in der Nacht vor seiner Heirat geht er noch zu einer Prostituierten, um sich die Hörner abzustoßen. Das ist eine allgemeine Sitte bei den meisten Gebieten in Süditalien. Das ist so. Das ist eine schändliche Sitte. Und die würde sicherlich von einem Muslim nicht akzeptiert und mitgemacht. Aber es ist eine vorhandene Sitte. Die würde man aber nie als Urf bezeichnen. Urf muss immer etwas sein, was in sich selbst zumindest neutral, besser aber positiv ist. Ich gebe Ihnen ein Beispiel für einige Sitten, die heute nicht mehr existieren, die aber eigentlich gewünscht sind. Ich weiß das von einem älteren Mann, der Somali ist. Heute existiert die Sitte in Somalia, soweit ich weiß, nicht mehr. Es war früher üblich, wenn die Kinder in einem Ort von dem Koran etwas auswendig gelernt haben oder möglichst alles, dann hat man ein besonderes Fest gemacht im Anschluss daran, um den zu ehren, der von den Kindern das am besten konnte. Da hat man so eine Art Sänfte gezimmert, so mit Decken drüber und so weiter, und hat das Kind gewissermaßen wie eine Art König durch den Ort getragen. Und das war nicht, weil das Kind geehrt werden sollte, sondern weil er in diesem Sinne der Träger des koranischen Wortes war. Das wurde damit mitgeehrt. Das war eine der akzeptierten Sitten und eigentlich auch eine sehr gute, die existiert heute nicht mehr. Beispielsweise. Obwohl es eigentlich wünschenswert wäre. Und dann gibt es andere Sitten, die mittelbar günstig sind. Wenn man zum Beispiel sieht, in Tunesien, weiß ich das von einem älteren Tunesier aus Tunis selber, also aus der Stadt Tunis selber, es war also bis ungefähr in die 50er, 60er üblich, bei den großen Festen, also Eid al-Adha, Eid al-Kabir und so weiter, dass man über die Balkone und so weiter besondere Teppiche gebreitet hat, sodass das Straßenbild, wenn man da durchging, besonders verschönt wurde. Das existiert heute auch nicht mehr. Das ist heute nicht mehr so üblich. Nicht? Also es gibt sehr viele Sitten, die vielleicht an sich selbst neutral waren, eben Verschönerung, aber wenn im Hintergrund steht, dass man zum Beispiel einer islamischen Idee auch einen schönen Rahmen gibt, wird das ja als positiv betrachtet, weil es ja eine indirekte Würdigung ist. Aber das existiert häufig nicht mehr. Solche Ortssitten kenne ich viele, ich habe mich viel mit älteren Leuten umgetan und man lernt sehr viel daraus. Dann gibt es natürlich wiederum einige Sitten, die gar nicht akzeptabel sind. Das sind die Sitten, die einen Schaden zufügen. Beispielsweise kenne ich das aus manchen Gebieten, so im türkischsprachigen Bereich. Mir hat das jemand gesagt, ich fand das also äußerst seltsam. Da hat man also in einem Dorf den Frauen beigebracht, wenn du nach Maghrib aus dem Haus gehst, dann musst du Russel machen. Die Vollwaschung, ja? Ist natürlich Quatsch. Das hat man nur gemacht, damit die Leute nicht rausgehen sollten, ja? Aber man hat damit natürlich etwas erfunden, was überhaupt keine Grundlage hat. Aber das haben sie häufig. Häufig. Häufig.
Ja? Die meisten der Sitten, die so im ländlichen Brauch sind, sind so, ein Drittel sind wirklich akzeptabel, ein Drittel ist ganz kulturimmanent, das kann man tun, kann man lassen, und ein Drittel, das ist wirklich Mist. Da kommen sie meistens drauf. Und die meisten Gelehrten wenden sich halt sehr stark gegen dieses letzte Drittel und kommen damit am wenigsten durch, weil natürlich, das muss man auch sagen, für den einfachen Menschen, den Bauern speziell, keine Unterscheidung festzustellen ist. Der Bauer kennt nur, was er von seinen Vorvätern ererbt hat. Er weiß ja nichts anderes, er kann ja auch nichts, er möchte auch nicht alles im Bauschen Bogen verlieren, ist ja auch völlig normal. Das Problem ist, er lernt auch nicht. Typische Ausdrucksweise, der Bauer nicht kennt, das frisst. Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht. Sind ja damals ganze Volksstämme im Preußischen Reich zugrunde gegangen, als die Kartoffel eingeführt wurde. Wissen Sie warum? Die Bauern waren stur und fest der Meinung, dass nur das Grünzeug über der Erde zu essen sei. Dann haben sie sich regelrecht vergiftet. Das war der Erntezeit giftig, das Zeug. Von der Kartoffelstaude, ja? Die wollten die Knolle nicht essen. Wir werden Wurzeln fressen? Wie in Notzeiten? Nie! Das Grünzeug essen war. Ja, das war genau falsch. Das dauerte dann 20 Jahre und nach den ersten massiven Todesfällen hat dann wurde dann ein Dekret veröffentlicht. Naja, dann ist es halt so. Wie zum Beispiel das, was heute üblich ist, das Trennen des Mahr in mehrere Teile, ist auch typisch eine Sitte. Das hat sich jetzt aber gut gehalten, weil es einfach auch den Realitäten Rechnung zollt im wahrsten Sinne. Also ich meine, wenn man jetzt ein Mahr hat von 20.000 Euro oder was weiß ich, das kann ein junger Mann nicht einfach so aus dem Sack zaubern. Der muss sagen, okay, da müssen wir uns erstmal auf was beschränken und dann wird gesagt, im Falle das oder im Falle das wird das dann bezahlt oder ausbezahlt oder wie auch immer. Leuten insbesondere enthalten die Eheverträge gleichzeitig die Scheidungsklauseln. Das heißt, im Falle von, ich habe selbst mal einen solchen Vertrag aufgesetzt vor Jahren, das war auch ein vierseitiges Dokument, das war also sehr aufschlussreich. Das betrifft vor allen Dingen geschiedene Leute. Die wollen natürlich nicht wieder ins Fettnäpfchen treten und wollen sich da absichern, dann und dann und so und so. Und das gilt ja auch dann. Also von daher ist das schon nicht sinnlos. Da muss man aufpassen, Sitten, die sind ortsabhängig und gelten trotzdem. Ganz typisch, sie müssen bei einer Sitte einige Bedingungen erfüllt haben. Es darf zum Beispiel keine individuelle Sitte einer Person sein, das gilt nicht. Wenn Sie aber zum Beispiel einen großen Markt haben und auf diesem Markt wäre es üblich, dass man mit einer bestimmten Währung bezahlen kann oder eben nicht bezahlen kann, gilt das auch. Wenn Sie zum Beispiel einen Markt haben, und da ist es üblich, dass Sie nicht nur in Euro bezahlen können, sondern von mir aus auch in Schweizer Franken. Und der Händler würde Ihnen jetzt den Schweizer Franken zurückgeben. Sie würden sagen, nee, was soll ich denn damit? Ich will Euro haben. Dann kann er sagen, nein, ich habe jetzt nur die Schweizer Franken und wir bezahlen hier mit beiden. Das musst du akzeptieren. Käme es dann vor den Ordnungsrichter, üblicherweise kommt sowas vor den Markt- und Ordnungsrichter, wird er sagen, nein, hier gilt diese Sitte allgemein auf diesem Markt, das ist eine feste Sitte und ist akzeptabel. Du musst die Schweizer Franken akzeptieren, auch wenn es dir lästig fällt, dann und trotzdem musst du es akzeptieren. Wo es aber nicht geht, wenn zum Beispiel jemand durch eine Sitte schwer überfordert wird. Wenn zum Beispiel die Sitte ist, wenn er nicht auf etwas geachtet hat, ist er selbst dran schuld. Recht bleibt Recht. Also Stichwort, wenn ausgemacht wurde zum Beispiel, man verkauft ein Haus und das Haus wurde angeschaut und hinterher stellt man fest, dass in dem Haus schwerste Mängel sind. Die wurden nur ein bisschen überdeckt, aber in Wirklichkeit nicht restauriert, nicht renoviert, nicht restauriert. Dann braucht er diesen Hauskauf so nicht zu akzeptieren, kann einen Abschlag verlangen und so weiter. Da würde auch die Ortssitte nichts helfen, wenn man sagte, nach Ortssitte wird das akzeptiert. Das kommt nicht vom Richter durch. Gut, das sind allgemein jetzt die Sitten. Ich weiß, da könnten Sie auch viel dazu sagen. Ich lasse es aber nur mal dabei. Wichtig ist, Orf
wird oft in Gegensatz gestellt zu Ada. Urf ist prinzipiell nur das, was positiv ist, und deswegen gab es zum Beispiel in allen Großreichen ab dem Spätmittelalter, also bei den Mamluken genauso wie bei den Seldschuken, genauso wie bei den Osmanen später auch, spezielle Werke, die sich mit Urf beschäftigt haben. Und zwar darum, weil der Urf kodifiziert werden konnte und sollte. Man wollte festhalten, das ist noch im Rahmen des Urf akzeptabel und das nicht. Dafür gab es besondere Gerichtsbarkeiten, gerade auf dem Lande, die nicht vor den Qadi kamen. Einen Nachhall davon finden Sie häufig noch bei den Beduinengerichten, wo so etwas noch sehr viel Ausschlag gibt. Das existiert bis heute. Eine Ada hingegen ist jede Sitte. Ada sagt nichts aus darüber, ob die Sitte positiv oder negativ ist. Sie können also durchaus sagen, das ist eine schändliche Ada, aber Sie können nicht sagen, das ist ein schändlicher Urf. Im Koran wird der Begriff Ma'ruf verwendet. So tue also Ma'rufa, so sprich Ma'rufa. Wörtlich das, was bekannt ist, gemeint als positives bekannt. Es hat dann dementsprechend auch die abgeleitete Bedeutung, etwas, was positiv bewertet wird. Urf ist prinzipiell immer etwas, was positiv ist oder was positiv gedeutet werden kann. Das, was weder positiv in sich selbst ist, noch positiv gedeutet werden kann, ist kein Urf, sondern nur Ada. Für Urf und Ada gilt aber beides. Es kann keine individuelle Eigenart, eine Marotte, würden wir sagen, sein. Es muss eine in weiteren Bevölkerungskreisen, zumindest einem Dorf oder einer Stadt oder sonst was, verbreitete Sitte sein. Mhm. Ja, das kann sein. Es gibt beides. Es gibt Sitten, die erhalten sich über Jahrhunderte. Es gibt Sitten, die verändern sich auch. Und es gibt ganz neue Dinge. Alles das fällt aber unter dieselbe Bewertungsfrage. Das bedeutet, auch eine neue Sitte muss sich dieser Kategorie stellen. Eine alte Sitte, wenn sie einmal bestätigt ist, muss aber eventuell auch korrigiert werden, wenn die Rahmenumstände, die gesellschaftlichen Umstände sich geändert haben. Sagen wir mal, es wäre jetzt Sitte, dass man ursprünglich einem Brautehepaar zwei neue Kleider geschenkt hat. Eins für den Mann, eins für die Frau. Das war damals der Standard. Sogar weniger. Es gibt Dörfer, ich kenne das selbst noch aus dem Dorf meiner Frau von früher, von den alten Leuten her, die mir das erzählt haben. Da konnten sich die Bauern kein Hochzeitsgewand leisten. Und es gab ein Hochzeitsgewand und das wurde dann immer gewaschen und gepflegt und ausgebessert. Und wenn einer Bräutigam oder Braut war, dann hat derjenige das einfach angezogen. Da heißt es, hol mal aus dem Dorfschrank, hol mal das Brautgewand raus. Da gab es keine individuellen Brautgewänder, das konnte man sich nicht leisten. Da sind wir natürlich im Lichtjahre von dem heutigen entfernt, wo man, ich weiß nicht, wie viel Tausend ausgibt für irgendein Brautkleid. Und das ist genau auch der springende Punkt. In einer Zeit, wo man zum Beispiel sich nicht einmal im Jahr eine Winter- oder eine Sommerkleidung kauft, sind natürlich alte Definitionen, die ja auch stark nach Urf orientiert sind, hinfällig. Wenn man jetzt zum Beispiel hat, das Anrecht, ich sag's mal ganz böse, ja, ich bin ja verheiratet, ich gönne mir das mal. Also, nach klassischer Völkerauffassung heißt, die Frau hat also Anrecht auf, im Normalfalle, das ist jetzt das klassische Völk im 8. Jahrhundert, auf eine Winter- und eine Sommergarnitur. Im Normalfalle. Die normale bürgerliche Frau, nicht die reiche Frau. Gut, jetzt würde ich mal sagen, dass im Regelfall sich eine Frau heutzutage im städtischen Bereich wesentlich mehr als eine Vollgarnitur pro Jahr leistet. Wage ich mal, locker zu behaupten. Also, ich hielte es jetzt für eine Utopie, wenn ein Mann seiner Frau sagte, du darfst jetzt der Scharia gemäß dir nicht ein zweites Hemd kaufen. Also ich glaube, da würde man heutzutage zumindest auf eine gewisse Widerstandskraft und ein Unverständnis stoßen. Und das ist ganz typisch. Das sind Sachen, die werden durch Sitte geregelt. Was ist üblich? Was ist das gesunde Maß? Klar. Manchmal unterscheidet sich auch das Maß von Männern und Frauen ganz gewaltig. Ich kenne das von Schuhen. Ein Mann, also ich tue mich immer schwer mit Schuhen. Ich kaufe mir ein paar im Jahr und das laufe ich dann durch und dann war es das. Wenn ich aber bei diversen weiblichen Mitgliedern meiner Familie schaue, dann reichen mir die Finger aber nicht aus, abzuzählen, wie viele Schuhpaare da sind. Das sind erheblich mehr. Und spätestens dann, wenn das dritte und vierte schwarze Schuhpaar oder rote Schuhpaar oder weiße dasteht, für eine Person wohlgemerkt, dann frage ich mich manchmal, ist das jetzt nötig? Ja, du bist ja rückständig, du weißt ja gar nicht, was Sache ist. Jetzt ist Mode dies und das, meine ich. Entschuldigung, die Schleife ist doch genau wie die. Ach, du hast ja keine Ahnung. Das ist halt eine Frage der, ich sage mal, weiblichen Konvention. Und ja gut, wenn es ein gewisses Maß nicht überschreitet, gut, ja. Also ich meine, wenn es also die 30 pro Person überschreitet, dann sage ich mal langsam Stopp. Also das ist mir zu viel. Aber
daran meine ich nur, der Maßstab dessen ist überschritten. Und wie stark das gehen kann, merkt man an solchen Leuten wie Imelda Marcos, falls Ihnen das einer sagt, die Frau des ehemaligen philippinischen Diktators, ehemaliges Modell, die war bekannt dafür, weil man das bei ihr auch gefunden hat, als man den Palast gestürmt hat. In deren Schuhschrank fanden sich, ich glaube, 3.000 oder 5.000 Paar Schuhe. Ja, das ist schon toll. Also das, ja, ich meine, da muss man auf die Idee kommen, sich jetzt mal 5.000 Paar Schuhe anzuschaffen. Ja? Ich meine, das ist keine Geldfrage allein, das ist eine Frage, was will man mit 5.000 Paar Schuhe? Ja? Ein etwas genügsamerer Mann, dem seine Frau immer was aufschwatzen wollte, meinte, ich habe nur einen Hintern, warum soll ich 1.000 Hosen haben? Also das ist eine Grundsatzfrage, wie man da dran geht. Aber die Gelehrten waren nicht so weltfremd und haben also das ein bisschen freigelassen. Interessant ist, und auch das folgt dem Urf, dass man sagt, die Frau, die aus einem reichen Haushalt kommt, darf nicht gezwungen werden, wenn sie einen ärmeren Mann heiratet, auf ihre Ansprüche zu verzichten. Der Mann muss sich vorher überlegen, ob er das gewährleisten kann. Weil man nicht erwarten kann, dass ein Mensch, der sich an einen bestimmten Lebensstandard gewöhnt hat, zwingend umgewöhnt. Daraus kommt ein Grundsatz, drum prüfe, wer sich bindet. Ja, also es ist Grundsatz, die Frau hätte Anrecht darauf. Während man ganz klar sagt, eine Frau, die zum Beispiel aus einem Normalhaushalt kommt, kann jetzt nicht in der Ehe sagen, ich möchte jetzt den ganzen Schrank voll Kleider haben. Weil man sagt, das entspricht auch nicht ihrer Lebensart von früher. Da braucht sie jetzt nicht den großen Terz drum zu machen. Das wird von den Gelehrten abgelehnt. Man wird sagen, gemäß dem, was dieser Mensch gewohnt war. Uns erscheint das manchmal seltsam, weil wir sagen, es müssten doch bestimmte grundsätzliche Prinzipien für alle gelten. Aber die Gelehrten sehen das und sahen das nicht so. Sie sagten, wir müssen bestimmten gesellschaftlichen Fakten Rechnung tragen, solange das ein Maß wie maßlose Verschwendung und so nicht überschreitet. Also ich meine, wenn jemand gewohnt ist, im Monat ein neues Kleid zu bekommen, dann kann man nicht sagen, du bekommst ein Jahr jetzt eins. Aber das muss man ihm bitte schön vorher sagen. Wenn der Mann sich das nicht leisten kann, muss das eben lassen. Dann sagt man ja, mein Gott, dann heirat eben keine reiche Frau, die ist das gewohnt. Was denkst du dir eigentlich? Musst du nochmal vorher überlegen. Nicht? Das sind so Sachen. Genauso wie durch den Urf auch geregelt ist, eine Frage, die man im Eherecht als Kifaya kennt. Das ist immer eine umstrittene Sache. Und zwar, das ist ja eine Tatsache, es gibt Unterschiede, gesellschaftliche Unterschiede in Bildung, in Umgangsart, in auch in der Feinheit des Umgangs. Wenn man sich jetzt vorstellt, es ist zwar zulässig, wenn zwei Leute sich heiraten wollen und wenn sie aus ganz unterschiedlichen Schichten und Bildungskreisen kommen, dass sie zusammenkommen, das wird in dem Sinne nicht verboten. Es wird aber in manchen Fällen nicht empfohlen. Und zwar, weil man sagt, die Personen selber mögen das vielleicht jetzt im Moment gerne so haben, aber wir müssen mit Problemen rechnen und man möchte eigentlich Probleme nicht so gerne haben. Stichwort, wenn man sich jetzt jemand vorstellt, der als der typische, ja, so ein bisschen tough, so irgendwo zwischen Bauarbeiter und Schreiner und sagt so, und dann gibt mal eine Flasche Bier rüber, ja, und dann ist dann jemand, der ist gewohnt, dass er also die Servietten jedes Mal mittags auf den Tisch legt, ja. Dann wird der erste Konflikt kommen, ja, mach mal nicht diesen Aufstand, das kostet auch zu viel. Sagt ihr, wieso? Das ist völlig normal. Das bedeutet, die Lebensart ist unterschiedlich. Wir könnten sagen, das sind sekundäre Sachen, das wird aber von den Gelehrten mit berücksichtigt im Rahmen des Urf, indem sie sagen, das ist jetzt kein Verbot, aber das muss berücksichtigt werden. Wenn zum Beispiel ein Wali, ein Sachverwalter für das Interesse der Frau, sieht, dass ein möglicher Bräutigam aus verschiedenen Gründen nicht gut zu der Familie oder zu der Frau passt, dann hat er die Erlaubnis zu sagen, also ich möchte das nicht. Die Frage, ob er das verbieten kann, ist strittig gesehen. Tatsache ist aber, es wird nicht wertfrei betrachtet. Es ist schon wichtig. Aber wenn es zum Beispiel ein Urf ist, der sagt, es sollen nur bestimmte Angehörige bestimmter Clansgruppen oder Familiengruppen einander heiraten, dann sagt man, das ist abzulehnen. Aus zwei Gründen. Einmal, weil es der ausdrücklichen Aufforderung des Propheten und Omars, des Kalifen Omar, zuwiderläuft. Taba'adu tasihu, also entfernt euch in der Verwandtschaft, dann erhaltet ihr euch die Gesundheit. Stichwort Inzucht, Problem, was irgendwann kommt. Wenn ich manche Familien sehe, wo das auch jetzt wirklich akut geworden ist, ich habe das mit eigenem Auge gesehen, wo über zwei, drei Generationen lang Cousin und Cousine ersten Grades geheiratet haben, dann wird das langsam auffällig, dann kommen Krankheiten. Wenn das nur ein oder zweimal passiert, sagt keiner was. Aber wenn das immer nur wirklich intern bleibt, das wird, das merkt man, ja. Die Kinder sind leider nicht normal. Nicht alle, nein.
Und da, wenn eine Sitte das so sogar sagte, oder noch schlimmer, nur einen dazu verdonnert, Stichwort, die Frau darf nur einen Cousin heiraten, der Mann kann heiraten, wen er will, ist das abzulehnen. Auch solche Sitten gibt es, sind aber abzulehnen. Okay, soweit zur Sitte. Ich glaube, dazu keine Frage mehr, oder? Glaube ich, ist klar. Gut, die Aussage der Sahabi. So, da haben wir jetzt etwas Interessantes. Und zwar, hier wird das schön ausgedrückt, jede Aussage oder Fatwa, die von einem Sahabi stammt, wird untersucht. Wenn sie nicht im Bereich des Ijtihad liegt, dann wird sie angenommen. Wohlgemerkt, die meisten Aussagen der Sahaba liegen ja im Ijtihad. Außer, wenn die Sahaba sagen, das pflegten wir im Sinne des Hadith so und so, so durchzuführen. Das ist aber recht selten. Die meisten Überlieferungen, die auf Sahaba zurückgehen und nicht auf den Propheten selbst, sind Aussagen, wie man Hadithe und Ayat interpretiert hat. Wie hat man das praktisch durchgesetzt? Aber diese Interpretation ist ja auch eine Art Ijtihad. Es heißt nicht, dass man den Ijtihad eines Sahabi ablehnen muss, aber es heißt umgekehrt, man muss ihn auch nicht zwingend annehmen. Das mit dem Reisegebet ist ähnlich. Es gibt verschiedene Grenzen beim Reisen und einige gehen im Grunde auf Fatawa oder Ijtihad-Entscheidungen von Sahaba zurück. Hier sagen wir aber, wir gehen davon aus, dass der Sahabi vielleicht nicht der Weisheit letzter Schluss gehabt hat, aber wir gehen davon aus, dass er keine Fehlentscheidung gefällt hat. Das Besondere beim Fatwa ist nämlich so, wenn man ein Fatwa hat und es stammt von einer Person, die in der Lage ist, das zu machen, und es passt auch zu Ort und Umständen oder ist vielleicht von Ort und Umständen nicht abhängig, dann kann man sich nach diesem Fatwa durchaus auch weiterhin richten. Man muss aber nicht. Damit kommen die meisten Leute nicht klar. Die meisten Leute wollen ja nicht frei sein. Die meisten Leute wollen, dass man ihnen sagt, so musst du es machen. Aber ein Fatwa ist nicht so. Der Mufti macht es sich nicht so einfach. Er sagt, meiner Ansicht nach ist das so. Dann sagt der Fragende, ich habe das erst mitbekommen, da muss ich das jetzt so machen. Sagt er, naja, es kann auch sein, dass man es anders sieht. Ah, wie? Ja. Ja, liebes Kind, man kann das auch anders machen, sagt der Scheich dann. Ja, aber ich verstehe das nicht. Sagt, ich weiß, dass du es nicht verstehst. Nimm es einfach so. Ich sag dir, es wäre am besten, wenn du es so machst. Aber es könnte auch anders sein. Ja, warum sagst du mir nicht einfach, ich muss es machen? Nein, das darf ich nicht, Junge. So kannst du es machen. Ich will aber eine klare Antwort. Das ist meine Antwort. Geh. Ja, das ist meistens so. Das ist das Problem. Die Leute wollen, dass man ihnen die Welt in Scheibchen vordefiniert. Das tut der Mufti aber nicht. Er gibt einem nur einen möglichen Weg, sagt aber nicht, das muss jetzt die Weisheit für alles sein. Er sagt nur, so wie ich die Sache sehe, müsste es so sein. Aber mein Kollege sieht es vielleicht schon anders. Denn das ist ja der Normalzustand. Denn das ist der klassische Fall. Wenn zwei Gelehrte sich treffen, sind sie meistens nicht einer Meinung. Gut, also die Aussage des Sahaba wird untersucht. Hier ist eine Aussage, die muss man sich auf der Zunge zergehen lassen und richtig verstehen. Ja, doch sollte sie die Meinung des Sahabi Ijtihad entstammen, dann gilt sie nicht als maßgeblich, will sagen nicht als verpflichtend, da die Sahaba sich durch Ijtihad widersprochen haben. Hier ist eine wichtige Aussage, nicht missverstehen. Sie haben häufig Aussagen von Sahaba, die einander widersprechen. Viele heutige sind verwirrt dadurch und sagen, wie kann das denn sein? Die haben doch alle den Propheten miterlebt. Warum sagt der Sahaba, ich mache es so und der andere sagt, ich mache es nicht? Zumal, wenn man keine eindeutige Aussage des Propheten dazu überhaupt hat. Das liegt daran, dass manche Belege, sowohl Ayat als auch Hadithe, mehr als eine Deutung zulassen. Und die Sahaba nutzen einfach verschiedene Möglichkeiten. Wir haben durch mindestens eine Überlieferung sogar die ausdrückliche Bestätigung des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dass das so sein muss. Dass er den Ikhtilaf der Sahaba bestätigt und als korrekt bestätigt, grundsätzlich, indem er sagt, wer immer einem meiner Sahaba nachfolgt, wird nicht irre gehen. Gibt es auch eine berühmte Aussage dazu. Gemeint, wenn man einen Sahabi hat, der als Gelehrter gilt und er hat eine andere Aussage als sein Freund, der auch Sahabi ist, auch als Gelehrter gilt. Man ist nicht gezwungen, sich einer Meinung anzuschließen, aber wenn man sich einer Meinung anschließt, kann man nicht irre gehen, wenn die Umstände sich nicht ganz krass geändert haben. Das muss man natürlich bedenken. Hier gibt es eine Aussage von Aschafei dazu.
Er betrachtet grundsätzlich die Aussagen von Nicht-Sahaba, Personen nach der Generation des Sahaba, als nicht verbindlich. Seiner Meinung nach darf ein Mujtahid diese nicht befolgen. Das heißt, sie sind Männer und wir sind Männer. Wie kann ich die Meinung von jemandem befolgen, der mir im Streitgespräch unterliegen würde? Hier müssen Sie eins bedenken. Die großen Imame betrachteten sich nicht als nachgeordnet, den Generationen nach den Sahaba. Nur den Sahaba haben sie eine Sonderrolle zugestanden, weil diese Personen mit der Person des Propheten a.s. persönlich Kontakt hatten und mehr von ihm aufgenommen haben, als wir heute wissen. Denn das, was wir als Hadith haben, ist ja nur ein Ausschnitt. Diese Leute haben aber mit ihm zusammengelebt. Darum sagen wir, ein Sahabi hat seine eigene Abrechnung vor Allah und wir können das nicht nachvollziehen. Es ist eine Generation, über die wir nicht in dem Sinne wirklich urteilen können, wie viele Fehler sie auch gemacht haben. Aber die danach sind Menschen wie wir. Das sagen die Gelehrten dazu und akzeptieren daher, wenn überhaupt, nur die Meinung der Sahaba als etwas Spezielles. Ein Fatwa oder eine Ijtihad-Entscheidung eines Tabi'i oder Tabi'at-Tabi'i wird von den großen Imamen nicht als maßgeblich betrachtet, in keinster Weise, sondern nur als eine mögliche Meinung unter vielen, die man genauso in Frage stellt wie alles andere, während man die Meinung der Sahaba schon als etwas Autoritäres nehmen kann, hier und da. Dann ein ganz kleiner Punkt, die Scharia der Früheren vor dem Islam. Sie wird nicht als Grundlage der Scharia angenommen. Es gilt für die Muslime nur das, was die islamische Scharia verkündete. Hierzu gab es am Anfang eine Diskussion. Es gibt verschiedene Entscheidungen, die im Koran bestätigt sind und die eindeutig auf die Regeln früherer Propheten zurückgehen. Hier sagen einige, hier ist etwas Früheres durch den Koran bestätigt worden. Und andere sagen, hier ist das Frühere, was unvermindert gilt. Aber das ist ein theoretischer Ansatz. Es kommt ja aufs selbe raus. Ohne dass die Scharia des Islam das bestätigt, gilt es für uns nicht. Das war nicht immer so. Wenn Sie zum Beispiel an die Propheten der Bani Israel denken, dann galt grundsätzlich die Regel des Fünfertafelgesetzes und die Regel der Taurat weiter. Sie wurde nur hier und da etwas variiert, aber sie wurde nicht völlig ausgesetzt. Das ist übrigens der größte Kritikpunkt von muslimischen Theologen an der heutigen christlichen Auffassung und nicht nur von ihnen her. Und die meisten heutigen christlichen Kirchen beziehen sich auf die Paulus-Aussage, wo es dann heißt, dass nach Paulus die Regel, wir würden sagen die Scharia der Juden, völlig aufgehoben wurde. Das ist aber seine Interpretation. Und von der Jesus-Aussage, wenn wir sie überhaupt als authentisch betrachten, heißt es ja nur, dass eine berühmte Aussage in der griechischen Fassung, ich bin nicht gekommen, das Gesetz, gemeint die Scharia, aufzuheben, sondern sie zu vollenden oder sie zu reinigen, könnte man auch übersetzen. Hier ist keine Rede davon, dass eine Gesamtregel ausgesetzt wird. Das war die Definition des Paulus. Ja, sie ist aufgehoben worden durch die Liebe, was weiß ich. Ja? Also solche Aussagen. Das hat aber mit der Regel nichts zu tun. Typischerweise wurde dem Paulus ja auch bei den Christen nicht durchgängig geglaubt. Nur die katholische Kirche hat ihn später zum Heiligen erklärt. Die Ostkirche bis heute nicht. Der heilige Paulus existiert nur bei der römisch-katholischen Kirche, existiert aber nicht bei der Ostkirche, weder bei den griechisch-orthodoxen, noch den russisch-orthodoxen, noch den serbisch-orthodoxen, noch bei den armenisch-orthodoxen, noch bei den Kopten, noch bei den Kopten Somalias und Äthiopiens, noch sonst wo. Auch nicht bei der armenischen, auch nicht bei der aramäischen Kirche, nirgendwo. Es gibt das nur bei der katholischen Kirche. Weil man sich bewusst war, er hat nur behauptet, nachdem er der größte Christenverfolger gewesen ist, dass er am Tor von Damaskus eine Erscheinung gehabt hätte. Dafür gibt es aber naturgemäß keinen Zeugen. Ein Jünger ist er nicht. Und was noch erschwerend hinzukommt, dass die Jünger des Jesus, die Hawariun, die ursprünglichen, allen voran Jakobus, der Neffe, mütterlicherseits des Jesus, Friede sei mit ihm, Paulus als einen Lügner und Betrüger gekennzeichnet hat. Das heißt, die eigentlich jüdischstämmige Urgemeinde der urchristlichen Gruppe hat Paulus nicht akzeptiert. Genau seine Regeln und Briefe sind aber maßgeblich geworden für die römisch-katholische Kirche. Ja, also wenn man das mal so betrachtet. Deswegen, es gibt auch einige christliche Gruppen, teilweise alt, teilweise auch neu, die bewusst sich auf die Regeln des Alten Testaments zurückbeziehen. Es gibt zum Beispiel, das sei immer nur so als Hinweis gedacht, weil die Frage wirklich nicht so einfach ist, es gibt zum Beispiel also die Wiedertäufergemeinden also im ozeanischen Bereich, teilweise protestantischen Ursprungs, die ein Alkoholverbot sehen, die ein Schweinefleischverbot sehen und das auch beachten und sich als bewusste Christen bezeichnen.
Ja, die halten sich an diese Sachen. Das ist jetzt keine Einbahnstraße. Wir sollten uns jetzt nicht hier durch Westeuropa nur begaffen lassen. Gut, als letzter Punkt, der Ijma von den Leuten, von den Madina-Bewohnern. Die Mehrheit der Gelehrten lehnt das ab, weil sie sagen, das ist eine spezielle Sache, das macht sie nicht unfehlbar. Das gilt nur für die Leute von Madina. Nur die malikitische Schule gesteht dem einen Normcharakter zu. Okay, soweit dann. Bis zur nächsten Stunde. Assalamu alaikum.